Herzlich willkommen zum heutigen Webinar bzw. unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße im Namen von FXLet. Dieses kleine Intro muss natürlich trotzdem sein an der Stelle. Aber wir starten auch direkt heute mit dem Risikohinweis und dann können wir nochmal ganz in Ruhe das Ganze angehen. Ja, wie immer ist dieses oder dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das ist ganz wichtig, auch für alle, die neu dabei sind, unabhängig vom Inhalt. Also ob der Dirk heute Trades macht oder nicht, müssen Sie unbedingt Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, also bitte da entsprechend das zu berücksichtigen. Ansonsten übertrage ich jetzt direkt den Bildschirm und dann können wir mit unserem Smalltalk anfangen, lieber Dirk. So sieht es aus. So, jetzt sollten wir auch ein richtiges Bild haben. Ich sage hallo und herzlich willkommen auch heute nochmal zum NFP Live Trading mit dem Nelson und meiner Wenigkeit. Das Ganze präsentiert von FXLet. Und das Ziel des Ganzen ist es, den Dow Jones einzufangen. Aber erstmal überlasse ich dann ganz kurz das Wort dem Nelson oder auch gerne ganz lange, wie er möchte, weil er darf natürlich auch hier und soll auch hier einmal Hallo in die Runde sagen. Nelson. Ja, danke dir. Bleibt auch bei dem kleinen Hallo. Wir sind ja nicht meinetwegen hier, sondern deinetwegen und natürlich auch gleich, was die Börse macht. Und ich freue mich natürlich, dass auch auf deine Plattform, auf YouTube, so viele jetzt wieder eingeschaltet haben und ja, wünsche uns allen viel Spaß und viel Erfolg. Ja, da sage ich doch mal Dankeschön. So, ich hoffe, euch geht es auch allen gut. Ich versuche jetzt hier auch immer die Kommentare auf allen Kanälen da halt mitzuverfolgen, einmal auf YouTube und dann auch auf GoToWebinar. Und da kommen schon interessante Fragen, wie zum Beispiel, kommt der runter oder doch hoch oder geht der Kurs jetzt links oder geht er rechts? Ich bin verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Wir gucken uns das Ganze gleich an, was der Kurs dann tatsächlich macht und versuchen das mal halt in irgendeiner Form einzufangen. Also wie immer gilt, bitte haut rein in die Tasten, gebt euren Input dazu. Ich habe mich ja gestern Abend so ein bisschen zurückgehalten in meinem Ausblick, also was das halt eben heute werden sollte, habe aber auch gesagt, so ich habe da halt einen Short irgendwie auf im Dow und setze den Kurs, beziehungsweise nicht den Kurs, setzt den Stop dann halt einfach über das Hoch. Das hätte ich besser mal gemacht. Ich habe den aber eben aufgelöst erstmal, weil ich jetzt nicht irgendwie da um 14.20 Uhr dann irgendwie eine Position hier direkt schließen wollte. Und jetzt kommt aber irgendwie ungefähr dahin wieder auch zurück. Ich gehe mal direkt rüber aufs Bild, dann gucken wir uns das Ganze mal hier zusammen an, wie das halt aussieht. Also generell, die Abwärtsbewegung, muss ich ja nichts mehr zu sagen, die haben wir ja ganz gut eingefangen. Was der Dow jetzt natürlich macht, ist halt schon ziemlich heftig, ne, weil er halt eben die ganze Zeit da oben in der Range halt rumdrückt und sich da halt nicht mehr wirklich wegbewegt. Also ich habe jetzt hier den H1, weil im Daily sieht man halt auch, ich weiß nicht, ob das hier schon freigegeben. Achso, da kam übrigens gerade noch die Frage, ist Live-Chart jetzt während des Webinars freigegeben, beziehungsweise während des Livestreams? Tatsächlich nicht, aber das sollte ich mal nochmal machen demnächst, so dass man das halt zumindest währenddessen dann halt eben auch mitnutzen kann, unentgeltlich. Aber das jetzt hier vorzubereiten, das ist jetzt, dauert mir jetzt ein bisschen lang. Was heißt dauert lange, aber da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet und würde mich natürlich schon gerne auf den Markt konzentrieren und gucken, was der dann halt eben treibt. Also was ich gestern auch gezeigt habe im Livestream beziehungsweise letzte Nacht zu heute eben als so ein bisschen Vorschau ist halt eben hier oben dieses High, diese rote Zone, dort prallt er jetzt auch erstmal ab. Das heißt, ich gehe natürlich wie immer davon aus, dass die News nicht den Markt jetzt großartig verändern, sondern dass die den Markt beschleunigen. Und was dann natürlich auffällt, ist halt jetzt einmal, wir haben hier auf der Oberseite diesen Widerstand im Dow, der jetzt hier bei 38.590 etwa um den Dreh rum halt liegt und dort prallt er gerade ab. Und ich würde fast davon ausgehen, das macht er halt auch ein Stück weiter runter. Was er halt ziemlich spannend fand oder interessant fand im Laufe des Tages, war halt dieses Gap, was halt schon ein bisschen länger hier drin liegt, hier kommend vom 30. Januar, so wie es auch hier dran steht. Und das heißt, so, das wäre dann natürlich, wenn der Markt jetzt runterkommen sollte, ich würde mich hier nämlich unten drunter einstoppen lassen, hat man ja gerade schon gesehen, hier liegt jetzt erstmal eine Order da auf der Unterseite und wenn er halt irgendwie schnell da runterkommt, also jetzt ist er gerade so ein bisschen nah, ich würde nicht unbedingt vor 14.30 Uhr groß da reingehen, außer er fängt jetzt wirklich an zu drücken, dann ja.
Das heißt, hier würde ich mich versuchen einzustoppen. Risiko liegt erstmal dann über dem Tageshoch, ganz klar. Und es kann natürlich auch daneben gehen, das ist halt ganz klar, ne? Also das heißt, darauf darf man sich halt einstellen. Ist der Ton nur bei mir so leise? Ich kann mal versuchen, wenn ich ein bisschen raufdrehe. Vielleicht ist es so besser. Ich hoffe, es geht, es ist okay. Ihr könnt gerne ein bisschen Feedback dazu geben, wenn es irgendwie zu leise ist, Also natürlich. GoToWebinar ist alles in Ordnung. Okay, gut. Jetzt besser. Okay. Ja, kann sein, dass das bei YouTube ein bisschen anders ist, weil da halt irgendwie andere Software dazwischen liegt, um den Ton ein bisschen aufzuwerten. Gut, okay. Also, wo war ich? Also, ich gehe mal davon aus, ne, jetzt erstmal, dass der halt eben darunter drücken könnte und dann sich erstmal so die vergessenen Levels abholt. Also, was natürlich, was man gestern halt gesehen hat, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, gestern Abend, wo ich den Markt besprochen habe, ist nämlich, dass er halt hier sich einfach nur den Point of Control halt gesucht hat, hier vom Tag davor, wie man halt sieht, ne? Da ist er halt irgendwie runtergekommen zu den Fed News und gestern ist er als allererstes dann halt dahin gelaufen, recht punktgenau und ist dort dann auch eben nochmal nach unten gedrückt worden. So, das heißt, sowas können wir dann auch nochmal sehen. Das heißt, Point of Control wäre dann halt hier bei der 38.206, ne? Sofern das jetzt hier nicht hält mit dem Gap, was wir da halt eben sehen. Ich stelle das mal hier gerade um, damit ich es auch im M15 drin habe. Hier auch wieder mit dem Live-Chart-Add-on. So habe ich dann jetzt eben auch die Levels vom M15. Gut, das Rot ist jetzt nicht so schön hier oben, die roten Zonen, aber halt hier Gap und so weiter. Das sieht man dann jetzt hier auch zumindest ganz deutlich. Ich nehme die mal ganz kurz, nehme ich die mal kurz weg. Ich glaube, ich nehme die mal kurz weg und setze die mal eine Etage tiefer. Nicht, dass der hier jetzt einfach mich abholt und dann halt irgendwie um 14:30 Uhr zuerst mal raufzieht. So, das heißt, das wäre jetzt mal so mein erster Ansatz jetzt hier für den DAO. Das heißt also Volumen im Auge behalten, weil es eben auch gestern interessant war und natürlich, weil es auch generell halt immer interessant ist und wir haben bis heute hier noch nichts gehabt. Wie man sieht, ich bin hier im M15 jetzt mal unterwegs. Normalerweise ja eh eine Nummer kleiner. Das würde ich aber dann nachher machen in einem anderen Chart hier und auch mit einem anderen Konto und dort dann halt versuchen, das Ding halt zu scalpen, falls das halt irgendwie nichts wird und dort dann auch eben entsprechend mit der Markttiefe und so weiter da halt so ein bisschen einzufangen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel halt auch relativ deutlich, dass wir eben auf dem Value Area High von heute stehen, aber das ist natürlich wenig aussagekräftig, wie ich finde, weil halt einfach überhaupt nichts passiert ist, ne? Value Area ist für die, die das nicht kennen und die hier vielleicht neu sind. Also hier in dem Bereich hat sich heute 70% des Handels zugetragen, gemessen am Volumen, am Handelsvolumen im Future. Was die Extreme sind, die Töne sind extrem bei dir. Ja, sorry, ich kann höchstens versuchen. Nee, dann ist der Nelson auch leiser, das wäre schade. Aber gut, das muss man jetzt mal kurz aushalten. Ich glaube, das geht, aber es sollte auch nicht mehr so oft kommen. Worauf ich aber heute auch noch den Fokus habe, ist natürlich Gold, ne? Weil da bin ich ja jetzt schon ein paar Tage wieder dran, wo ich halt sage, so Gold, ne, folgt halt momentan meiner Richtung, habe ich hier halt auch parallel jetzt auf, können wir uns danach auch angucken, hatte ich lange nicht bei den NFPs auf. Und weil da bin ich ja die ganze Zeit schon dran, habe gesagt, ab der 2033 hat das Ding einfach Chancen auf einen Swing eben nach oben. Und das heißt natürlich auch, dass Gold jetzt hier auch ebenfalls über dieses Gap, was hier Gold schon ziemlich heftig zu schaffen gemacht hat, schon an mehreren Tagen, wie man hier sieht, immer wieder da oben irgendwie gescheitert, versucht zu kaufen, gescheitert, hier dran abgeprallt, gestern mal ein neues Hoch, aber wieder runtergedrückt. Und das heißt, wenn das erstmal da durchgeht, also über das Tageshoch von gestern, könnte das schon irgendwie einen ziemlichen Push dann eben auch zur Folge haben. Ich habe da auch noch einen Swing auf, den kann ich nachher vielleicht noch zeigen, mal sehen, weil es halt nur von der, ich sag mal, von der Positionsgröße ist das nicht so wahnsinnig interessant. Und entscheidend ist ja, glaube ich, eher mal die Idee, die wir halt auch hier haben oder die ich halt hier zugrunde gelegt habe, nämlich dass halt hier unten das jetzt erstmal halten könnte, was Gold da unten gemacht hat und sich eben halt hier, nachdem die 2033 und diese Highs im Gold, die man hier sieht, ne, also diese hier, nachdem die gekauft wurden, dass sich halt das Gold dann eben hier kommen von SMA20, der sich auch wieder nach oben biegt, kommen von der 2033 jetzt eben hier durchdrücken könnte in Richtung Oberseite und damit eben auch in Richtung ATH vom Gold, was natürlich noch ein paar Meter entfernt ist, aber im Zweifelsfall wissen wir, wie Gold laufen kann. Ich sage mal, es ist wie so ein Zug. Irgendwie so ein Güterzug mit irgendwie 100 Waggons, wo wenn da ein Stoppschild steht und dann ist das Stoppschild als erstes weg und nicht der Zug. Und von daher kann das halt schon passieren. Was hat der Herr Meier aus der Analyseabteilung? Ja, der Meier.
Jetzt muss ich auch kurz überlegen, was war das denn? Ja, habe ich gestern einen kleinen Joke dazu gemacht. Und weil ich gehe ja, wie ihr wisst, gehe ich ja halt jeden Tag oder so gut wie jeden Tag zu jedem Handelstag ja live und mache ja da immer meinen Livestream abends bei YouTube, meistens abends. Und ja, da wird ja halt auch schon mal ein bisschen Spaß gemacht. Ne? So, wir gehen ja nicht nur zum Lachen, nicht nur im Keller, sondern versuchen ja auch sonst auch mal lustig zu sein. So, manchmal gelingt es halt und manchmal weniger. Okay, so, jetzt gucke ich nochmal über die Kommentare. Gibt es irgendeine, wir haben ja noch irgendwie 5 Minuten Zeit, gibt es eine freie Webseite, wo man Value Area und POC für den jeweiligen Vortrag ansehen kann? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ne? Keine Ahnung. Kann ich hier nicht wirklich sagen. Aber das sind ja halt letzten Endes Future-Daten und die kosten ja Geld und ich weiß nicht, ob das einer so free zur Verfügung stellt. Und hier ist es ja auch so, mit dem, wie ich es mache, sind es ja die Future-Daten gemappt eben auf den Kassa, auf die Kassakurse. Ne? Und das glaube ich zum Beispiel gar nicht, dass es irgendwo angeboten wird. Und auch in der Software drin ist es, soweit ich weiß, dass der Trader der Einzige, der das kann. So, hier nochmal drüber gucken. Hallo, 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 hallo. So, okay. Bei YouTube ist normal, dass das vor den News nichts los ist. Ja, absolut natürlich, ne? Weil das sieht man ja halt, also was heißt normal? Oft ist es halt auch so, oder manchmal ist es auch so, dass der Markt halt sich schon irgendwie vorher in die Richtung einpreist, wo er halt hin möchte. Und das heißt, dass so der eigentlich die News schon ein bisschen vorher dann gemacht werden. Das gibt es auch schon mal, ja. Das kann natürlich auch heute sein. Also wir stehen hier relativ hoch und ich zeige auch mal ganz kurz nicht nur hier den H1 im DAO, sondern auch mal, ich gucke, dass es hier gespeichert ist. Da gibt es aber leider gleich nochmal den Klingelton. Das wäre natürlich, kann kurz nerven dann, sorry dafür, aber wenn ich jetzt umschalte auf den Daily, könnte es sein, dass da nochmal den Ton vom Kölner Flughafen gibt. Was man halt hier sieht, ist, dass wir halt im Framing halt hier rot sind. Ne? Das heißt also, der Daily, da ist nichts passiert. Also außer, dass er gestern versucht hat, das Ding hier heftig zurückzukaufen, stehen wir aber immer noch in rot da oben. So, und jetzt, und darauf richtet sich auch gerade so ein bisschen mein Augenmerk. Ne? Und deswegen halt auch sage ich halt, okay, ich würde hier schon erstmal den Short riskieren, auch auf die Gefahr hin, dass der vielleicht in die Hose geht. Das kann schon sein, ja. Deswegen bitte nicht blind nachmachen, weil ich habe natürlich noch einen Alternativfahrplan. Und der sieht nämlich eben so aus, dass wir die Extension da oben abholen, also hier im Daily, bei der 880 etwa. So, das heißt, da würde ich mich dann halt dann nochmal ranwagen, weil das hier sind halt immerhin 80 Punkte. Ne? Das wäre halt so um den Bereich irgendwie 1000 Euro, ist jetzt natürlich nicht so wenig. Und ich würde, also jetzt hier auf mein Konto gemessen, ne, oder 80 Punkte, das muss ja dann jeder natürlich so machen, wie er sich da halt mit der Positionsgröße wohlfühlt. Aber das ist halt jetzt ja grundsätzlich nicht so, ne? Ein Trade, der daneben ist und dann ist irgendwie der Tag und der Monat und das Leben vorbei. Nee, das ist ja dann einfach nur einmal, wo es dann halt nicht funktioniert hat. Und es heißt ja nicht, dass man den später nicht nochmal zu greifen kriegt. Ne? So, und genau, und was ich halt auch noch sagen, also das heißt deswegen jetzt hier ganz kurz, weil ich komme jetzt hier langsam so ein bisschen in Zeitdruck, deswegen hier ganz kurz, also das ist halt mein auch mit unter der Ansatz hier. Das Framing im Daily und Zone wären oder Zielzone wäre eben nicht nur jetzt hier unten der Point of Control, sondern die vergessenen Punkte. Und da fällt mir vor allen Dingen ins Auge die Geschichte hier, ne? Also wo er halt hier auch über so einen Widerstand drüber gelaufen ist. Das heißt, das wäre ebenso denkbar, dass der Markt dorthin läuft. Außer er kann jetzt trotzdem sein, dass er hier, ich bin jetzt hier nämlich genau am Point of Control, da gehe ich ein bisschen drunter. Es kann aber trotzdem sein, dass der mich halt einfach abholt und dann raufzieht. Und dann eben doch erstmal raufläuft. Ne? Ich finde es gerade tatsächlich nicht so wahnsinnig übersichtlich hier vom Bild her. Aber News kommen jetzt und wir gucken uns das an. So, hier ein kleines Intro, damit es halt ein bisschen spektakulärer und spannender aussieht. Da gehört eigentlich noch ein Sound dazu, aber okay, der war jetzt nicht da. Ist nicht so schlimm. So, aber wir haben jetzt noch irgendwie 30 Sekunden. Wenn wir da mal rüber gucken auf ein anderes Bild, sieht man jetzt hier natürlich wie üblich, ne? Also die CFD-Trader sehen sowas natürlich nicht, aber halt hier das Orderbuch wird jetzt gerade dünn, das ist hier gemappt, das heißt, hier ist der Future auf den CSD, CSD, das war was anderes, auf den Oi. CFD, auf den Kassamarkt halt umgerechnet, das ist mit Mapping gemeint, das wird gleich noch viel dünner,
Aber ich will hier nicht im Kleinen bleiben. Ich versuche hier im Großen mich zurechtzufinden und dort eben zu sehen, was dann halt jetzt passiert. Ob der Markt runterkommt, ja, kommt runter. So, ich hoffe, ich habe einen Phil, lieber Nelson. Ja. Der war aber mies, der Phil. Der war nix. Also hier geslippt, aber gut, das ist okay. Auch das gehört dazu bei News, weil halt eben das Volumen natürlich dünn wird. Ne? Das ist ganz klar. So, aber das wäre jetzt natürlich jetzt ärgerlich, wenn er mich jetzt da unten abholt. Das müsste natürlich nicht sein. Da hätte man natürlich auch direkt oben reingehen können und dann halt direkt mit dem Impuls. So, ich will jetzt aber gucken, hier schalte um auf den H1. Der drückt jetzt erstmal nach unten, aber ich hoffe nur, dass da jetzt genug nachkommt und dass der jetzt nicht irgendwie hier unten das Volumen verliert und dann halt nichts mehr hinterherkommt. Wie gesagt, erste Anlaufstelle wäre für meine Begriffe eigentlich hier unten. Also erste nennenswerte Anlaufstelle, weil hier unten die Wirkungsumkehr nicht erbracht wurde, nicht erfüllt wurde. Ist natürlich jetzt vom CRV hier erstmal ziemlich schlecht, was der Markt da treibt. Aber okay. Erstmal drückt es halt hier nach unten und wir gucken jetzt mal, wie weit. Es ist jetzt gerade irgendwie 1 Minute rum. Ich habe auch hier nur den M15 auf. Da wird sich auch der eine oder andere wundern und denken, was macht der mit dem M15? Ja, weil ich halt hier einfach so ein bisschen mehr Überblick habe und weil das halt eben gestern für meine Begriffe der einzige war, der sich in irgendeiner Form überhaupt hat handeln lassen. Ne? So, das heißt, muss auch jetzt hier nicht unbedingt bis da ganz runter, wird wahrscheinlich dann, sofern er das jetzt hier macht, was ich hoffe, mich hier am Pivot da unten, weil der natürlich auch recht gerne mal gehandelt wird, da erstmal halt rausnehmen lassen. So, was ist jetzt? Jetzt steht hier alles. Ah, nee, bewegt sich noch was? So, mal gucken, wie das hier aussieht, ob man hier irgendwas mehr sieht. Ich glaube aber auch nicht. Orderbuch ist jetzt wieder halbwegs normal. Und wäre natürlich schon wichtig. Also hier sieht man jetzt auch wieder halt das Gap, ne? Da, wo er sich halt einfach dran auffällt, aber jetzt schon mal relativ tief durchgestochen hat. Und eigentlich braucht es da nur irgendwie einen weiteren Push nach unten und dann wäre es schon gut, so für den allerersten Run. Ne? Hier M5 halt auch erstmal recht tief nach unten gerichtet alles. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Nummer hier nochmal komplett zurückkommt. Hier M15, okay, da unten eh mal 200 von mir aus. So, gehe ich nochmal zurück hier auf mein Bild und gucken wir, ob wir den Push da unten noch bekommen. Absichern würde ich das hier jetzt erstmal nicht, sondern dann halt eher später versuchen, halt nochmal auszubauen. Was man hier natürlich jetzt halt schon sieht, ist diese Widerstandszone von gestern, die ich für gestern eigentlich beschrieben habe, dass die jetzt halt hier nochmal von oben angelaufen wird. Das finde ich natürlich jetzt gerade erstmal nicht so klasse, dass er dort bremst. Aber klar, dort war halt das Volumen. Also da habe ich halt in meinem Ausblick gestern den Fokus drauf gelegt und habe halt gesagt, so, ne, bis dahin. Und dann sollte der eigentlich nach unten reagieren. Das hat er dann zwar ein bisschen gemacht mit ein paar lustigen Übertreibungen irgendwie in alle Richtungen. Aber am Ende ist es dann halt gekauft worden, bevor eben die Geschichte hier oder nachdem die Geschichte hier vergessen wurde. So, und jetzt gucken wir mal, was damit passiert. Also ich hoffe jetzt nur nicht, dass er den M5 hier auf den letzten Drücker raufzieht, sondern dass wir hier noch einen kleinen Anschluss kriegen. Wohin auch immer. Man könnte jetzt natürlich, wenn er dann da runterkommt, auch erstmal Break-Even die Nummer absichern. Also jetzt hier mit dem 5-Minuten-Impuls, der jetzt noch irgendwie 1,5 Minuten ja auch nur entfernt ist. Mal ausgehend davon, dass es jetzt halt so die nächste, in Anführungszeichen, größere Zeiteinheit ist. Klar, M5 ist nicht wirklich groß. So, aber verschenken muss ich den jetzt hier auch nicht mehr. Ne? Kann ja auch mal irgendwie dann halt hier, weil ich jetzt nicht gut reingekommen bin, ich würde jetzt hier erstmal einen Teil auch rausnehmen. So, dass der Break-Even hier raufrutscht und danach mal gucken, ob wir noch den Push da unten kriegen. Und wo wir dann da halt eben dann auch ansetzen. Aber der Phil war natürlich echt gut, da kann aber auch FX Flat nichts dafür. Ne? Das ist halt einfach, weil das Volumen natürlich massiv gering ist dann in dem Moment. Ne? Deswegen hat man dann halt Slippage. Aber trotzdem kann man das schon so machen. Manchmal gelingt's, ja, kriegt man auch mal schon besser, so einen besseren Entry und kommt auch ein bisschen besser da rein. Und wenn halt eben das Volumen ausreicht, um das halt eben dann ja auch natürlich im Markt zu füllen. Und klar, ne, wenn halt das Volumen überschaubar ist und es kommen dann halt irgendwie 100 Kandidaten von meiner Sorte, auch wenn ich jetzt hier den CFD handle, aber ich behaupte mal, dass hier natürlich auch so ein Liquiditätsprovider ja hingeht und sich ja da auch vernünftig absichert und nicht unbedingt irgendwie alles da direkt durchschiebt. Von daher völlig legitim. Im Future wäre ich auch nicht besser reingekommen. Ne? So,
So, über die Zahlen reden wir gleich. Jetzt gucke ich mal, ob wir halt hier jetzt noch den kleinen Push nach unten kriegen. Ich gehe jetzt auch hier mal kurz auf den M1 rüber. Mal gucken, ob das gelingt. So, 35. Zieh den Stop hier jetzt direkt nach, über das letzte Hoch im M1. Und dann halt mal sehen. Wenn er halt nicht passt, auch okay, ne? Also wenn der jetzt nicht mehr kommt, weil der bremst jetzt hier schon so ein bisschen arg. Kann sein, dass wir da oben nochmal irgendwo reinlaufen zuerst und dann halt nochmal nach unten ziehen. Deswegen habe ich ja halt auch schon mal einen Teil hier rausgenommen. Und aber trotzdem ist es ja halt ein Ergebnis, wofür man sich jetzt, glaube ich, beim Live-Trading erstmal auch nicht schämen muss, ne? So, ich würde halt, wie gesagt, hier unten Pivot einfach nur ausgehend davon, dass wir da irgendwelches Volumen kriegen, weil die halt einfach gerne gehandelt werden. Man weiß nicht, in welche Richtung, aber gehandelt wird das Zeug halt eben schon. Deswegen würde ich dort auch dann erstmal den Trail anwerfen. Was habe ich hier drin? Distanz 3 Punkten. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig. Da kann man mal gucken, ob man da ein bisschen mehr halt irgendwie gibt. Irgendwie mal so 10 Punkte. Trail. Und dann mal sehen, ob wir da halt ein bisschen drunter kommen. So, wenn nicht, Stop lasse ich erstmal hier liegen. So, was macht denn Gold eigentlich gleichzeitig? Kriegt auch eins auf den Deckel. Gut, okay. Kann es. Wir sind unter der Öffnung von gestern. Dann müssen wir auch mal sehen, ob das Ding nachher dann halt wieder raufzieht oder ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist, dass das da runter will. Weil ich glaube es halt irgendwie fast bei dem Bild auch nicht, dass es beim Dow ernst gemeint ist, sondern dass wir jetzt hier unten nur so ein bisschen stänkern, bis der Fall dann halt eben irgendwann erledigt ist. Und das würde ich fast noch viel mehr vermuten. Also nachher natürlich ein bisschen doof, dass ich meine 15 Kontrakte da rausgenommen habe, aber okay. Jetzt bin ich ja halt auch nochmal drin und kann ja davon auch nochmal ein bisschen was gut machen. So, wie man sieht, jetzt hier irgendwie komplett ohne Volumen, ohne alles unterwegs, ne? Rein nur halt hier vom Bild her gucke ich mir jetzt hier an, wo sind die nächsten möglichen Punkte. Also hier diese Abwärtsbewegung, die halt hier gekauft wurde. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, also ich gehe hier auch direkt mal nach. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist es halt einfach dieser Bereich hier unten, den ich am interessantesten finde. Den hier, ne? Mit diesem Peak, mit dem Widerstand, der halt nicht nochmal irgendwo rückbestätigt wurde. So, kann aber sein, dass es hier jetzt so ein bisschen hin und her geht. Wir werden sehen. Aber erstmal passt es. So, und ich baue da immer noch drauf, dass wir halt so einen Push kriegen. Aber wenn nicht, dann bin ich jetzt hier raus mit irgendwie 470 Euro. Okay, ist auch okay, ne? Gut, kann man ja, glaube ich, erstmal so stehen lassen und sollte passen, die Nummer. Also, erstmal halt hier jetzt irgendwie, war jetzt nicht so viel, finde ich, ne, mit 13 Kontrakten und beziehungsweise zum Schluss dann halt irgendwie hier 470 Euro, aber auch nicht schlecht. Ne? So, weil es kann immer noch sein, dass er jetzt noch ein gutes Stück weiterschiebt, ist durchaus möglich, wäre ja auch in meinem Sinne. Aber ich würde dann halt hier unten tatsächlich, also wenn er die 300 macht, glaube ich halt auch direkt nochmal irgendwo long dagegen halten. Ne? Das heißt, ich kann mich hier unten auch mal anfangen zu positionieren in diesem Segment. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das alles weitergeht. So, Gold finde ich natürlich für meinen Swing jetzt erstmal nicht so schön. Ne? Das sieht schon ein bisschen kacke aus hier, wie jetzt das Ding hier runterhängt. Und wir sind schon wieder irgendwie knapp vor der 2033 und da muss ich eigentlich nicht nochmal hin. Im Weekly, wie sieht es da aus? Irgendwie nicht wirklich was zu erkennen, außer dass wir eben in die Richtung von der Wocheneröffnung halt hier langsam kommen. Im Daily nichts passiert. Unter der Eröffnung von gestern kann immer noch sauber nach oben ziehen, sollte es aber dann irgendwann tatsächlich auch mal machen. Ne? Und jetzt irgendwie nicht nur hier unten irgendwie die ganze Zeit rumhängen. Und dann halt nicht mehr da weiterkommen. So, Bitcoin spielt hier nicht mit. Da brauchen wir uns, glaube ich, irgendwie auch momentan nicht wirklich drauf zu konzentrieren. So, aber ich glaube, hier der Exit, der war soweit erstmal ganz okay, dass wir den hier gesehen haben. Gerade mal gucken. Also hier sieht man dann auch noch die Points. Ja, ne, also hier ist das Ergebnis von dem, was jetzt irgendwie gerade da gelaufen ist. Also 40 Punkte gerechnet auf die 13 Kontrakte, die ich da drin habe, ist okay. Ne? So, wer war dabei mit Short? Kommt nichts. Na komm schon, Leute, ihr hattet doch alle die gleiche Idee wieder. Ich hatte aber halt, ne, also ärgere ich mir natürlich schon so ein bisschen, dass ich halt, was heißt ärgert? Ich hätte es einfach auch drin lassen können, aber okay, so war es dann halt eben passendes Live-Trading. Ne? DAX Dow, Nasi Short. War dabei, danke. DDD, Manfred, Yücel, der Paul,
Okay, da sind ja schon einige dabei. Der Werner war dabei, der Gerald war dabei, der Seppel war dabei. Der Martin war Aber long mit 20 ich Punkten. wollte gerade sagen, Martin hat sein Long gekriegt. Martin ist immer long, egal was ist, Martin ist immer long. Ja. Du kennst, unbeirrbar. Aber okay, ne? Why not? Ja, waren ja schon viele, ne? Schön, freut mich. Freut mich. So, dann können wir hier Feierabend machen. Ne? So, ein schönes Wochenende. Sind wir eigentlich durch. Danke dir. Aber gut. Ja, theoretisch ja, ne? Oben Short, unten Long, ja, ne? Klar, wenn es sich so wehrt, kann man das ja mal machen. Ne? Auch, ist auch immer wichtig, irgendwie nicht zu versessen darauf zu sein, auf das, was man vorhat. Ne? Weil ich wollte hier zum Pivot runter. Gut, das war jetzt erstmal auch nur eine Anlaufstelle, wo ich gesagt habe, naja, das läuft ja halt gerne hin, aber entscheidender war halt dann schon, wie man jetzt ja halt auch gesehen hat, diese Zone halt hier. Moment, wo ist sie? Zeige ich nochmal, wie das eigentlich aussieht. Das war nämlich der ursprüngliche Widerstand, der halt eben für den Vortag gedacht war, hier oben drin. Das war nämlich der. Und da sind wir jetzt genau hingelaufen. Jetzt finde ich natürlich hier, wie immer, nicht das, was ich suche. Eben MetaTrader, aber okay, da ist es. So, das heißt hier, ne, wir haben hier eigentlich jetzt einfach nur eine Wirkungsumkehr halt nochmal hingelegt. Und weil das wäre der Punkt gewesen, wo er gestern eigentlich hätte nach unten reagieren sollen, der aber halt hier gekauft wurde. Das heißt quasi eine doppelte Wirkungsumkehr, die wir halt hier jetzt gesehen haben. Und dort ist er halt hin. Völlig okay, wie ich finde. Ne? Und kann jetzt von mir aus auch hier in der Stunde versuchen, nach oben wegzuziehen und dann halt eben die Targets auf der Oberseite versuchen zu erreichen. Von mir aus. Ne? Muss nicht sein, kann natürlich sein, dass im zweiten Anlauf auch nochmal runterkommt, aber war dann halt auf jeden Fall, was ich damit meine, ist halt eigentlich nur. So, es ist halt wichtig, irgendwie zu erkennen, wo der Markt eigentlich hin will, wenn er halt irgendwie in Bewegung kommt. Und das ist ja bei News halt immer der Fall. Das heißt, der Markt schießt halt in irgendeine Richtung los, weil das Volumen halt dünn ist. Und dann sucht er sich halt einen Punkt, wohin. Und dann guckt man einfach am besten immer nach dem Volumen, wobei auch da, wie man ja gerade gesehen hat, Point of Control auch nicht immer unbedingt die beste Hilfe ist, sondern halt, da gibt es schon noch ein paar andere Sachen mehr, die man sich dann halt anschauen kann. Und da kann man halt einfach mal, wenn man jetzt hier mal guckt, gucken wir hier an den Glocken, was erkennt, auch nicht wirklich, ne? Aber hier sieht man halt, gestern war halt dieses ziemliche Cluster hier, also was heißt Cluster, drüber gekauft, dann irgendwie nochmal runtergedrückt, ne? Und hat sich schon ziemlich lange hier dran aufgehalten, auch wenn sich das hier im Volumen gar nicht so arg irgendwie darstellt. Im Nachhinein ist es jetzt natürlich klar, das Value Area High von gestern, was dann halt eben hier war. Das heißt, ab da oben wurde es dann aber auch nach gestern dünn. Und von daher, wenn man das jetzt dann halt so sehen möchte, macht es dann halt auch Sinn, eben am Value Area High von gestern anzusetzen. Also dort, wo gestern der Markt eigentlich aufgehört hat, irgendwie mit Volumen zu handeln. Dort ist er jetzt nochmal hin, hat dort nochmal angesetzt, knüpft damit eben an gestern an. Wir haben jetzt hier fast auch, ja nicht wirklich, also dafür war das Volumen ein bisschen gering. Wollte gerade sagen, wir haben jetzt eine Verbindung einfach zum Volumenbereich von gestern. Ne? Also so gesehen dann halt schon, muss ich kurz zurückrudern, weil ich ja gemeint habe, Point of Control und so weiter, hilft ja nicht immer. Es lohnt auch mal einen anderen Blick zu werfen, drauf zu werfen. Habe ich gerade gemacht und sehe dann halt eben jetzt auch hier Value Area halt von gestern. Oder zumindest mal halt hier fast. Ne? Ist da halt an der Stelle erreicht worden. Von daher auch völlig okay. Ne? Also mehrere Argumente. Das VAH von gestern, dann halt eben die eigentliche Widerstandszone hier in der doppelten Wirkungsumkehr von gestern und der Pivot da unten drunter hat überhaupt nicht mitgespielt. Ne? Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, weil man weiß nicht, wo die im Endeffekt dann halt hinwollen, die Jungs und Mädels, die da halt hier den Markt durch die Gegend feuern. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man das halt lernt, so ein bisschen dann auch zu verstehen. Und wie man sieht, zieht jetzt echt auch nett hoch hier, der Kollege. Ne, schon recht ordentlich, fast 100 Punkte wieder rauf. Hätte man unten auch direkt long dagegen halten können. Hatte ich aber jetzt nicht auf dem Schirm. Ich wollte halt ja schon eher so ein paar Punkte runter und deswegen habe ich den auch short gehandelt und nicht long. Wo ist er überhaupt? Wo ist denn mein Chart hin? Ah, da ist er hin. Deswegen habe ich den auch short und halt nicht long gehandelt. Ne? Long wäre ich halt eine Etage tiefer gegangen, aber das kann ja immer noch kommen. So, die Frage ist jetzt natürlich, wenn jetzt hier 14:45 Uhr mal durch ist, dass wir dann halt eben auch mal sehen, so was wird das Ganze denn? Gold reagiert hier auch nochmal an der 2033, wie man sieht. Das heißt, könnte jetzt auch
immer noch komplett oben rausziehen, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in 15 Minuten. Aber wir reagieren hier und von daher ist auch da unverändert alles erstmal soweit fein und im grünen Bereich. Der Tag ist noch lange und Gold kann immer noch nach oben rauszerren. Und wir haben schon oft gesehen, irgendwie bei den NFPs, dass halt Gold da halt irgendwie so ein super Spätzünder dann eben auch oft. Deswegen bin ich da auch erstmal relativ entspannt. Da werde ich erst nervös, wenn wir da halt wirklich hier unter die 2030 da halt fallen. Das heißt also mit anderen Worten, jetzt erstmal noch gar nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Dow dann den Rest des Tages treiben könnte. Also ich habe ja auch gerade gesagt, es kann sein, dass wir nochmal eine zweite Attacke kriegen. Kann auch sein, dass wir da unten nochmal reinlaufen. Ist alles möglich. Das heißt, mir bleibt momentan hauptsächlich hier nur übrig, da halt Zielzonen halt einzuzeichnen. Moment, das war der falsche Knopf. Also mögliche Reaktionszonen, nennen wir es lieber mal so, da halt irgendwo zu finden. Und das wäre dann halt, wie ich ja gerade schon gezeigt habe, hier unten dann halt eben die 38.300, eben auch, weil wir hier auch so eine Wirkungsumkehr, so eine vergessene haben. Und ebenso natürlich auch hier die 38.240, tatsächlich ganz genauso, weil auch die, also das heißt, wir haben hier dann so ein paar Möglichkeiten mehr. Deswegen gerade nicht so ganz einfach, da jetzt halt den Rest vom Tag einzuschätzen. Und wir haben natürlich auch immer noch die Short-Möglichkeit. Ne? Das heißt, wenn der Markt jetzt so schließt mit so einer H1, dann wird die ja in der Regel nicht sofort zurückgekauft und rennt nach oben durch. Das heißt, er versucht ja hier irgendwie gerade unter dem Gap dann auch zu schließen und dann kann es halt auch immer noch sein, ja, dass die ganze Nummer einfach auch immer noch völlig entspannt kippt, weil wir halt eben hier im Daily in Rot stehen, in dem Framing, was er da gemacht hat. Hier klitzekleines neues Hoch und könnte genauso gut sein, dass wir da komplett unten rausfallen. Also für heute ist da für meine Begriffe irgendwie alles offen. Das muss nicht rauflaufen. Ne? Und von daher bitte nicht zu sehr verbeißen, auch ein Short ganz genauso nicht. Ich finde es halt so ein bisschen tricky, wie der Markt sich hier seit dem FED, seit dem Zinssatzentscheid dargestellt hat. Was haben wir denn überhaupt für Zahlen bekommen, mal kurz so zwischendurch? Guck mal hier drüber, der Andreas ist hier auch dabei als Zuschauer. USA neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Januar 353.000, erwartet wurden 187.000. Also irgendwie doppelt so viel wie erwartet oder wie jetzt? Das wäre halt Ja, aber schon arg, ne? das Okay. ist sehr viel. Auch die Dezemberzahlen wurden nach oben revidiert von 216 auf, glaube ich, auf 333. Arbeitslosenrate ist auch runter auf 3,7 beziehungsweise wie im Vormonat, aber erwartet waren 3,8. Die Arbeitsstundenlöhne sind auch gestiegen, 4,5%. Also verglichen zu dem, was erwartet wurde, aber auch zum Vormonat, wirklich sehr starke Zahlen. Dadurch haben sich die Zinssenkung-Fantasien etwas, ja, ich will nicht sagen verpufft, aber ist jetzt alles nach hinten verschoben. Ja, klar, das hatten wir schon irgendwie bei der Rede vom Jerome Powell zur FED. Ja, auch am Mittwoch hat er es ja schon so durchklingen lassen, ne? Habe ich ja auch was dazu gesagt, dass halt die halt einfach sagen: Ja, so der Markt läuft ja halt irgendwie, ne? Das ist ja alles fein, die ganzen Unternehmensdaten funktioniert ja, warum sollen wir irgendwie Zinsen senken? Ne? Und deswegen gab es ja dann halt auch keine. So, aber die Frage ist dann halt immer: Ne, wie verwandelt man das dann halt irgendwie bare Münze um? Und ich bin damit immer so der Meinung: Gar nicht. Am besten. Und weil man hat jetzt dann auch wieder gesehen, also die FED hat, wenn man das mal jetzt zusammenfasst, ne, die FED, bei der FED wurde am Mittwoch gesagt, wir haben eine gute Wirtschaft und gibt keinen Grund, die Zinsen zu senken, der Markt geht runter zu den News. Jetzt haben wir irgendwie Arbeitslosendaten, irgendwie doppelt so viele geschaffene Stellen wie erwartet. Und was macht der Markt? Geht runter. Also, das ist ja halt echt immer das Ding, ne? Und deswegen sage ich halt auch immer, die News sind echt immer dazu da, irgendwie halt Bewegungen zu machen. Und man darf sie nicht mit Logik handeln. Es funktioniert einfach nicht. Und jetzt könnte man Ich auch sagen, ja gut, würde bitte. dagegen kontern. Ich kenne ja deine Meinung dazu. Ich würde dagegen kontern und sagen, dass man das im richtigen Kontext setzen muss, wenn man jetzt auf Wirtschaftsdaten etc. achtet. Aber ja, es ist manchmal je nach Situation und Zusammenhang ist es schwierig zu verstehen, warum bei guten Daten der Markt dann fällt. Aber das ist halt, und du darfst nicht vergessen,
Zinssenkungsfantasien beziehungsweise die Erwartungen, diese Fed Fund Rates, das sind da halt auch Märkte, die gehandelt werden. Ne? Also von daher, das ist auch etwas, was bewegt. Ja, da hast du natürlich recht, ne? Gar keine Frage. Ich ziele einfach eigentlich eher so ein bisschen mehr drauf ab, weil ja auch oft irgendwie die Rede ist von irgendwelchen Algos, die dann quasi halt in Echtzeit mithören und was zum Beispiel gesagt wird, ne? Oder halt eben die News anhand von Zahlen interpretieren, irgendwie in Mikrosekundenschnelle. Dahin geht eigentlich meine Aussage eher so ein bisschen. Wenn jetzt zum Beispiel mal angenommen, es gäbe Algos, ja, die jetzt irgendwie das aufgreifen und danach handeln, ja, oder nach Logik handeln, nach dem Motto, es sind irgendwie gute Zahlen, also direkt rein in die Richtung, schlechte Zahlen direkt rein in die Richtung. Ne? Das meine ich eigentlich auch so ein bisschen mehr damit, dass das halt irgendwie keinen Sinn ergibt. Also so einfach ist das nicht, ist es halt nicht, ne? Sondern dann eher natürlich immer den Gesamtkontext, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, den muss man dann halt sehen. Und da kommt natürlich so das allseits beliebte Wort dazu, ja, es ist schon eingepreist. Ne? Und das ist halt immer so, was wahnsinnig viel in der Interpretationsspielraum dann eben auch lässt. Und deswegen bin ich halt immer ein Freund davon zu sagen, okay, einfach gucken, was passiert, einfach gucken, was der Markt macht, sich dann daran anschließen, nicht zu viel drüber nachdenken. Weil wenn man dann jetzt zum Beispiel hingegangen ist und dann gesagt hat, ja gut, ey, wir haben doppelt so viele Stellen wie erwartet, der muss doch rauf, der Markt, und dann kann es schon mal gefährlich werden. Und dann kommt auch nicht nur der Gesamtkontext, wie du ihn gerade erklärt hast, Nelson, dazu, sondern eben auch der Preiskontext, also die Preisentwicklung, die wir drumherum haben, ne? Und ich habe ja früher zum Beispiel halt bei mir immer diese Geschichten hier, also den Begriff Framing verwende ich hier erst irgendwie noch nicht so lange, aber auch das habe ich halt immer Kontext vorher genannt. Deswegen kommt auch das X im Price. Auch das ist ein Kontext, ne, der halt rein in der Price Action dann halt mitspielt. Oder? Ja. Nelson ist verdammt. Nein, 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 nein. Manchmal treffe ich den Knopf hier nicht. Alles gut. Ja, und das heißt, ne, so, ich glaube, die Quintessenz, wo wir uns wahrscheinlich auch darauf einigen können, ist halt, dass man halt nicht die Zahlen hernehmen sollte und daraus einfach eins zu eins was ableiten sollte. Nee, diese Einfachheit sollte man dann nicht anwenden, definitiv. Ja, jetzt kriegen wir auch hier, sieht man auch, ne, da kommt auch das, was ich vorhin vermutet habe, wo ich gesagt habe, es kann sein, dass wir einfach hier in einem zweiten Rutsch jetzt nochmal runterkommen, weil halt eben auch, wenn man sich das hier mal anguckt, M15 ganz klar Short, ne? Also das heißt, die hat irgendwie gar nichts mehr nach oben gerissen, hängt hier ziemlich nach unten und drückt dann da halt auch nochmal hin. Das heißt hier, ich würde hier schon davon ausgehen, dass wir halt nochmal so einen Rutscher nach unten bekommen. Überlege auch, ob ich da nicht jetzt einfach nochmal irgendwie den ersten Short auch machen soll. Oder ich sage mal, ich bin fertig mit Überlegen. Den muss ich aber jetzt nicht unbedingt nochmal hier zukriegen. Mach mal halt hier eine Teilposition auf und würde den hier oben dann halt aber auch nochmal skalieren, falls er auf die Idee kommt, irgendwie zurückzulaufen. Aber das sieht schon irgendwie aus, als würden wir da jetzt gleich nochmal irgendwie ein tieferes Tief bekommen und der Markt dann eben halt auch später zur Kasse dann halt eher nach unten drücken. Ne? Auch wenn es jetzt hier vielleicht irgendwie nochmal nur ein paar Punkte irgendwie werden, aber so ein tieferes Tief wäre hier, glaube ich, irgendwie schon recht plausibel, nachdem wie der M15 sich jetzt hier irgendwie auch gerade darstellt, eben mit dem Druck nach unten. So, ich hoffe nur, dass mein Gold da halt irgendwie mitspielt. Das ist mir irgendwie gerade so ein bisschen wichtiger als der Dow, ne, weil das drückt schon echt irgendwie so ein bisschen nervig da unten rum. Und hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, hätte schon gedacht, dass wir halt hier irgendwie ein bisschen deutlicher erstmal nach oben ziehen. Aber da stellt man leider irgendwie auch fest, da ist irgendwie so manchmal wirklich so eine Korrelation da, so nach dem Motto, Gold geht rauf, Index geht rauf und umgekehrt genauso. Und irgendwie laufen die nicht so wirklich gegeneinander. Was aber eigentlich auch immer wieder dafür spricht, so würde ich es mal interpretieren, dass halt wie soll ich das sagen, dass halt auch so ein bisschen für so einen gesunden Markt irgendwie auch spricht. Ne? Also wenn Gold raufknallen würde und die Indizes runter, wäre das ja halt eher schon so ein Zeichen für eine Krise. Ne? So nach dem Motto, wir ziehen es aus den Aktienmärkten raus und packen es dann halt irgendwie in Sparschwein. Ne? Und von daher, weil ja halt auch immer, es gibt ja auch immer wieder ganz viele Crash-Propheten, Propheten. Und die halt irgendwie immer so gerne das Schwarze an die Wand malen. Und so, da spielt das für meine Begriffe auch nicht so wirklich rein. Außer, dass halt eben Gold steigt, aber die Aktienmärkte ja eben auch. Ne? Da ist also irgendwie von Flucht und von irgendwas in Sicherheit bringen
ist noch nichts zu erkennen. Das ist bei mir aber auch nicht der Grund, warum ich in Gold Long gehen will, sondern einfach, weil der Markt halt immer wieder nach oben drückt und ich da halt mit Gold einfach insgesamt ganz gut gefahren bin, halt irgendwie so die letzte Zeit immer wieder mal. Habe da ein paar nette Swing Trades hinbekommen und das ist halt eigentlich eher der Grund. Und Gold würde ich halt jetzt auch nicht unbedingt, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt bei meinen Streams, ich würde Gold halt auch nicht unbedingt irgendwie im Daytrading anpacken, sondern immer ist für mich ganz klar immer eher ein Swing-Kandidat. Ne? Und von daher habe ich da halt auch immer relativ viel Sitzfleisch bei Gold und rühre das dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, tagelang nicht an, auch wenn es dann halt irgendwie mal ins Minus läuft. Und mache ich mir nicht so wahnsinnig viel draus. Und von daher darf man sich auch jetzt von so kurzfristigen Sachen wie hier jetzt gerade nicht irgendwie beirren lassen. Aber nochmal, das ist nicht der Grund. Das ist für mich jetzt irgendwie kein Krisending, sondern eher so, ich würde versuchen, also ich gehe dann halt so ran, ich versuche dann halt aus dem Trade da was rauszumachen und schichte dann nachher irgendwo an anderer Stelle um und hole mir das aus dem Trade und packe darauf dann halt eben halt was ins eigentliche Depot und was dann aber nicht zum Traden ist, sondern dann halt eben rein als Anlage. So, wir sehen aber auch hier gleichzeitig, ne, einen zweiten Trade hier aufgemacht, wenn auch jetzt nur noch irgendwie in der Hälfte von der Size. Aber der Markt drückt halt nochmal runter. Wir sollten dann jetzt auch, würde ich doch mal tippen, irgendwie ein neues Tief hier bekommen, eben dann auch mit dem Abschluss von der Stunde. Mal gucken, wie sich das jetzt hier darstellt. Und oft hat man ja einen den größeren Impuls am Ende von der Stunde beziehungsweise am Anfang. Und mal gucken, wohin uns die Geschichte jetzt hier bringt. Ne, da kann man jetzt natürlich auch genauso sagen, okay, so, da haben wir auch schon das neue Tief. Das sichern wir erstmal ab und gucken wir jetzt, ob wir da unten ein paar Punkte durchrutschen. Wo steht hier mein Trail? Bei 3 Punkten wieder. Gut, die kann man ein bisschen höher stellen. Das ist auf den Average vom Tick. Ne? Und falls wir jetzt halt hier ein bisschen größere Bewegung kriegen, und dann sind wir da auch höchstwahrscheinlich relativ lange mit dem Trail dann jetzt dabei. Ne? So, der greift jetzt hier, wie man sieht. Außer reagieren am Pivot, gut, auch okay. Ne? Also Pivot jetzt erstmal halt dagegen, aber das passt. Ne? Also hier dann eben auch jetzt nochmal 40 Punkte in einem zweiten Anlauf. Also dann quasi halt hier 78 Punkte im Live-Trading mit 2 Trades. Ich glaube, das passt erstmal. Ne? Das ist erstmal soweit okay. Alles richtig gemacht. Passt alles. Super, wirklich. Gut. Alright. So, da würde ich sagen, da können wir hier auch jetzt eigentlich dicht machen für heute. Also wie gesagt, ich bin mit dem DAO, so wenn der jetzt so hier runterkommt, ne, habe ich da meine Zweifel dran, dass der nochmal irgendwie stressfrei raufläuft. Ich wäre dann echt schon fast wieder ein Freund davon zu sagen, okay, wir bleiben im Framing, verlängern das Framing nach unten und alles, was ich schon zu gestern gesagt habe, könnte dann halt eben heute dann auch zum Tragen kommen. Wäre schon denkbar. Ne? Also auch wenn es hier so ultra long irgendwie alles ausgesehen hat, aber das habe ich auch gestern Abend schon beschrieben, so es ist nichts passiert, wir stehen halt einfach noch drin. Ne? Und mein eigentlicher Stop war halt auch hier oben, ne? Habe ich auch beschrieben und gezeigt, auch hier in dem Chart, in dem Handelschart, wo mein Stop halt eben eigentlich gelegen hat. Und okay, jetzt langsam fange ich mich ein bisschen an zu ärgern. Weil er jetzt halt natürlich die ganze Zeit fällt und ich mich hier die ganze Zeit verquatsche, den hätte ich auch irgendwie parallel in einer anderen Strategie natürlich aufmachen können. Ne? Das fällt mir jetzt auch natürlich dann im Nachhinein nochmal ein, aber okay. Weil ich habe halt gesagt, da ist nichts passiert. Ne? Und wir stehen halt eben einfach nur da unter der Oberseite im Short Framing, genau das, was ich vorhin auch beschrieben habe. Das heißt, kann schon sein, dass die ganze Kiste einfach nach unten abhaut. Immer noch, ja. Aber trotzdem, Reaktionspunkte hier zu erwarten bei der 38.300. Und eben auch hier unten nochmal, da müssen wir auch mal gucken, wie da das Volumen gewesen ist. Dazu gehe ich nochmal kurz hier rüber auf den anderen Kollegen, da sehe ich so ein bisschen mehr. Beziehungsweise sehe ich halt auch echtes Volumen. Ja klar, ne? Hier sieht man natürlich, da geht halt irgendwie der Punk ab, was das Volumen angeht. Das heißt, in dem Bereich von, wenn wir den jetzt hier mal dazu packen, 38.240 und tiefer, dann wären wir halt irgendwo so da. Ne? Also das heißt, genau hier der Volumenklotz. Point of Control, das dürfte schon reagieren. Ne? Ich glaube nicht, dass wir da so ohne weiteres durchkommen, weil da hatten ja gestern irgendwie halt so ein paar Kandidaten da gestern irgendwie die Überzeugung, der Kurs muss rauf. Ne? Also hier wirklich ein Gewaltakt eigentlich hat durchgeschleudert. Und jetzt mal ausgehend davon, dass die nicht irgendwie alle heute in Urlaub sind oder halt irgendwie ihren Job gekündigt haben, könnte es gut sein, dass halt hier nochmal was dagegen kommt. Oder aber es war tatsächlich halt irgendwie ein Plan. Es ist natürlich trotzdem
möglich, deswegen muss man sich dann sowas einfach angucken. Wenn also die Käufer von gestern hier nochmal zu finden sind, dann wird der Markt nicht einfach durchfallen. Wenn man aber erkennt, oh, da unten passiert gar nichts mehr, dann sollte man davon ausgehen, dass es halt eben halt hier raufgekauft wurde. Das hier war natürlich jetzt nur der Kassamarkt und später dann aber im Future einfach bis hier unter das Dach gekloppt. Und dann hat wirklich, also sozusagen, ja, dann billig den Markt raufgekauft, um dann halt jetzt eben halt möglichst von weit oben nochmal nach unten zu schicken. Deswegen, wenn das jetzt der Plan war, dann ist aber wahrscheinlich ein Indiz eher dafür, dass wir jetzt vor 15:30 Uhr erstmal nochmal ein Stück zurücklaufen. Und weil 15:30 Uhr kann man nämlich dann auch eben die Aktien da reinschmeißen, ne? Und das ist natürlich dann wesentlich interessanter. Also davon würde ich halt, da würde ich halt so ein bisschen drauf gucken. So, ziehen wir halt jetzt irgendwie nochmal rauf, 15:30 Uhr, und kommen von da oben runter, nachdem man da oben nochmal rumgestänkert hat, und schießen es dann da unten hin. Oder laufen wir jetzt um 15:30 Uhr runter? Also wie immer so eine Frage der Reihenfolge, ne? Weil dann stehen wir um 15:30 Uhr, wenn wir jetzt schon vorher dahin laufen, vor der Kasse öffnen, stehen wir eigentlich genau da, wo es gestern war, wo es nicht weiterging. Und das könnte halt schwieriger werden, wie wenn wir jetzt halt irgendwie 15:30 Uhr da oben irgendwo starten. Und dann, also wo wir jetzt halt irgendwie sind oder ein bisschen höher, und uns dann halt eben hier unten hin aufmachen. Weil dann könnte der Druck deutlich größer werden, und dann sind die Chancen auch größer, dass es nach unten wegkippt. So würde ich das interpretieren. Alright, so, ich glaube, das ist aber auch jetzt insgesamt so nettes Ergebnis, was ja hier jetzt gelaufen ist. Und ich glaube, damit kann man dann irgendwie auch guten Gewissens und guter Dinge jetzt erstmal hier den Deckel drauf machen. Alles Weitere werden wir dann sehen. Zwei Trades insgesamt mit 78 Punkten. Beide, glaube ich, ganz gut gesehen, sowohl vom Entry, Exit in beiden Fällen. Hat alles soweit so gut gepasst. Irgendjemand andere Meinung, dann raus damit, aber ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig Möchtest du noch viel die Frage zu sagen. bezüglich Reshort noch sagen oder beantworten? Reshort, wo ist Ja, wo, der? wo würdest du nochmal Short reingehen? Wahrscheinlich genaue Marken, möchte der Teilnehmer wissen. Ja, also ist natürlich keine Empfehlung, ne? Das muss ich natürlich immer wieder dazu sagen, das ist gar keine Frage. Das kommt ja auch drauf an, wann, ne? Lass mal hier mal irgendwie kurz gucken. M15, also hier Wir oben ist sehen Gap. deinen Bildschirm noch nicht, Dirk. Ach so, ja, genau. Hier oben das Gap natürlich im M15 oder überhaupt im ganzen Markt, das Gap hier oben war halt bisher das Interessanteste. Ne? Das heißt also, wenn ihr nochmal hier raufläuft, dann eben auf die, was ist das? Ich könnte hier mal kurz ausschalten, dann sieht man das. Also auch nur, wenn er zuerst raufläuft, ne, sage ich halt nochmal, wenn er jetzt zuerst raufläuft, das ist für mich schon wichtig, dann hier oben irgendwo bei der 490, 38.490. Wobei halt die Grenze natürlich dann halt maximal das bisherige Tageshoch dann wäre. Das sind halt ein paar Meter. Gut, das muss man dann halt aushalten wollen, wenn man den Trade so haben will. Aber das wäre jetzt für mich so der erste, wo ich sagen würde, da gehe ich nochmal rein. Oder frühestens hier unten am Gap. Aber dann halt einfach genau gucken. Und dann ist ja auch nochmal die nächste Frage, wo will man denn hin damit? Ja, will man irgendwie 20 Punkte rausholen, oder will man halt irgendwie möglichst 200 rausholen? Und auch das kommt ja natürlich dazu. Wenn man 20 machen will, dann macht man auch nicht irgendwie dann 100 Punkte Stop-Loss, ne? Das ist halt ganz klar. Sondern wenn man einen Swing starten will, dann 100 Punkte Stop, kein Thema. Und dann guckt man halt den Markt ganz gemütlich dann halt eben zu, ne? Und guckt dann im Zweifelsfall heute Abend nochmal rein. Und dann spielt es auch nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt bei 450 oder bei 510 dann halt reingehe, ne? Das ist ja in etwa hier das Gap. Und, aber nochmal, ich sage, mir wäre schon irgendwie deutlich lieber, wenn wir halt erst zurücklaufen und der Kassamarkt jetzt nicht etwa nochmal hier unten irgendwo ansetzt. Ja, das heißt, je tiefer der jetzt irgendwie hier fällt in dieser Bewegung, umso mehr Fragezeichen lässt er halt für meine Begriffe offen. Würden wir jetzt hier direkt drauflaufen, ja, so, nur um die Bewegung auch mal einzuzeichnen, wie ich sie halt für denkbar halte, direkt hier rauf. Und dann hier runter, dann hat es auch Chancen, da unten durchzuknallen. Laufen wir aber jetzt halt erst hier runter, ne, hier nochmal in dieses Cluster da rein, an den Point of Control, den man jetzt hier nicht sieht, den ich im anderen Chart gezeigt habe. Dann kann es halt hier einfach, wenn wir nochmal an der gleichen Stelle wie im Kassamarkt gestern stehen, sein, dass die gleichen Käufer nochmal kommen und wir dann halt nochmal darauf laufen. Also wie man sieht, ne, hier leider nicht mehr als 50-50 gerade für meine Begriffe. Das Framing im Daily spricht für Short. Aber bei dem Druck, den wir gestern auch gesehen haben, ist dann natürlich halt alles in alle Richtungen dann halt logischerweise möglich. Ne?
Gold kam hier ganz kurz noch bei 2028. Wo ist dein Stop bitte? Also ich gehe hier unten unter der Grün, also eigentlich erst in der Nähe von 2000 würde ich da halt überhaupt erst wirklich rausgehen. Also würde ich halt generell halt machen würde, ich würde halt hier eine Teilauflösung drunter setzen, hier unter das Tagestief, also da, wo wir jetzt halt irgendwie auch stehen und dann den Rest bis da unten hin mir angucken, dann entweder nochmal nachlegen oder dann halt ganz rausgehen. Ne? Aber ist natürlich halt auch wiederum ganz klar, das ist Swing Trading. Ne? Das heißt, rein vom CRV her halt, ja, es sieht ja halt einfach so aus, dass ich hier oben, was ich hier einfach mal zeichne, das ist ja meine ganze potenzielle Gewinnzone, das ab hier und eben halt darüber. Und meine Risikozone ist ja halt einfach hier wesentlich geringer. Das heißt, die liegt ja hier unten irgendwo. Geht das jetzt hier so? Die liegt ja hier unten irgendwo. Das heißt also, die ist ja halt viel, viel kleiner. Ne? Also rein auf dem CRV her ist das ja halt irgendwie ein Bild, was man halt versteht. Und von daher, das klingt jetzt natürlich fürs Daytrading irre viel. Aber halt im Swing darauf bezogen halt nicht wahnsinnig viel. Ne? Ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwie reinen CRV-Geschichten, absolut nicht, weil die mathematische Wahrscheinlichkeit einfach viel geringer ist, sondern ich gucke mir auch hier ganz, wie bei allem anderen auch, eben das Bild an und entscheide danach. Und wenn das CRV dann halt noch mitspielt in dieser Form, ja dann klar, ne? Why not? Also wenn ich halt eine Chance sehe, die halt größer 50-50 ist und dann noch ein CRV habe, was halt jenseits von 1 zu 1 ist, sind es einfach auch nochmal ein paar Argumente mehr, um halt sowas da halt zu machen und auch die Füße erstmal still zu halten. Gut, aber auch ganz klar, ne, keine Empfehlung. Bitte jeder ganz genau für sich selber hingucken und eigene Entscheidungen da halt treffen. Gut, ich würde sagen, das war's. Nelson, darf ich Feierabend machen oder? Ja, aber nur wenn du verrätst, was für ein Kostüm du ab nächste Woche trägst. Das Urlaubskostüm, weil ich werde, ja genau, also Badehose oder irgend sowas dann halt, weil, aber nicht dann halt irgendwie in der Kneipe oder in der Bar, sondern wir wollen uns wahrscheinlich verdrücken ein paar Tage, dann halt eben dahin, wo es ein bisschen wärmer ist oder dann, wo es ganz kalt ist. Das wissen wir nicht, das werden wir jetzt spontan am Wochenende entscheiden, was wir da halt treiben. Und was machst du, Nelson? Welches Kostüm? Du ziehst Badehose in die Bar an, so wie ich dich kenne. Ich ziehe das Kostüm weiterarbeiten gehen. Machst du einen auf Baywatch? Nein, ich habe tatsächlich jetzt auch zwei Wochen frei, aber ich fahre nicht weg mit der Familie, ein bisschen hier zu Hause und dann Okay. geht's weiter. Okay, lassen wir mal so stehen. Und dann nächste Glaubst mir Woche kriege ich nicht. dann wieder Bilder zugeschickt. So, hier, guck mal auf dem Handy. So, boah, der Nelson, ey, guck mal hier, Bilder, Nelson. Ey. Mach einfach am Rosenmontag WDR an, und dann siehst du mich. War das jetzt ernst gemeint? Natürlich nicht. Okay. Gut, also ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die Jetzt hier haben wir dabei auch alle geblieben sind. vergrault. Ja, deswegen mache ich auch schnell Schluss, versuche noch die Verabschiedung hinzukriegen, bevor gar keiner mehr da ist. Also ich bedanke mich ganz herzlich für alle hier, die dabei gewesen sind. Unfassbar viele Zuschauer, ist natürlich echt nice. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr konntet vor allen Dingen auch was mitnehmen, habt auch ein paar nette Trades abgeliefert. Und von meiner Seite ist es ja, glaube ich, ganz gut gelungen insgesamt. Und der Markt hat soweit so schön mitgespielt. Und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal. Ich glaube, wir haben Dienstagmorgen nochmal Live-Trading. Ist das richtig? Ja, ich wollte gerade gucken, Ja. tatsächlich. Dienstag haben wir Genau. Live-Trading. Das heißt, wir sehen uns dann gleich. Ah, nee, du hast ja, wer macht das nächste Woche? Du nicht dann, ne? Nee, das wird mein Kollege Wolfgang machen. Okay, gut. Also nächste Woche Dienstag zusammen mit dem Wolfgang von FX Flat sehen wir uns hier wieder beim Live-Trading. Ist ja nicht mehr lange hin. Und ansonsten dann am Mittwoch um die Mittagszeit werde ich hier nochmal dann auch den Ausblick dann halt eben machen für die Märkte. Also nochmal, Dankeschön, hat super viel Spaß gemacht. Das letzte Wort hat aber sehr, sehr gerne der Nelson, ne, weil der ja auch hier mit dem originellsten Kostüm beim WDR aufwarten möchte am Rosenmontag. Und das sei ihm natürlich gegönnt. Und wir gucken mal, was der Nelson uns als Schlusswort dahinter lässt. Ich sage erstmal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Danke, Nelson, auch. Jetzt darfst Dankeschön, du. Dirk. Ich darf. Danke dir. Nee, danke für das Webinar. Schöne Trades und
sei dir natürlich gegönnt, ein paar Tage Ruhe mit der Familie zu haben. Und vielen Dank an alle, die dabei waren, wie immer. Hat Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch erst mal 2 Wochen raus. Passt auf eure Position auf. Viel Erfolg und bis Dienstag hier mit Dirk und mit Wolfgang. Also viel Spaß. Ciao, ciao.